Herzlich willkommen beim 11. Teil unserer 12-teiligen Serie zum Thema die 12 häufigsten Fehler bei Finanzierungen und Fördermittelanträge. Und heute geht es um die Kreditwürdigkeit. Also, was ist die Voraussetzung an die Antragsteller, wenn es um eine Finanzierung und Fördermittel geht? Sicherlich wirst du sagen, dass du deine Schufa gecheckt hast und dass die Bonität zumindest privat, persönlich okay ist. Aber es gibt nicht nur deine persönliche Schufa, es gibt sogar eine betriebliche Auskunftsdatei, die heißt KREFO, also die Abkürzung für Kreditreform. Auch hier macht es Sinn, wenn du ein Bestandsunternehmen hast oder einer deiner Gesellschafter ein Bestandsunternehmen haben, den entsprechenden KREFO-Score auch zu ermitteln. Und dieser sollte nicht über 300 sein, denn dann wirst du von der Bank nichts bekommen. Bei der Kreditreform ist es leider so, dass die sich die Daten ziehen, die vorhanden sind. Alles andere ist optional freiwillig. Das bedeutet also, wenn du schon einige Jahre am Markt bist und nicht geliefert hast, ist dein KREFO-Score schlecht. Also rufe dort an und fülle in Zukunft die Angaben über Mitarbeiter und Umsatzzahlen aus. Dann wird dein KREFO-Score auch besser. Aber zur Kreditwürdigkeit gehört nicht nur deine Schufa und deine KREFO, sondern es gehört auch deine Selbstauskunft. Also, was hast du aufgebaut an laufenden Einkünften und laufenden Ausgaben? Was hast du aufgebaut an Verbindlichkeiten, Vermögenswerten? All das will die Bank auch von dir wissen. Und wenn du verschuldet bist, Altlasten hast oder vielleicht in einer Scheidung bist und die Vermögenslage deiner Immobilie und die entsprechenden Kredite, die anhängig sind, nicht geklärt hast, wirst du bei diesem Punkt eine Ablehnung bekommen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst zur Überprüfung deiner Kreditwürdigkeit, dass du überhaupt finanzierungswürdig bist, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unterhalb des Videos. Denn unsere Berater haben sich auch darauf spezialisiert, auf Finanzierung mit Banken und Fördermittelinstituten und kennen daher die Voraussetzungen. Vergiss aber nicht, jetzt den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen, denn morgen gibt's den letzten Teil.